Hallo und willkommen bei Daisy mit den alten Herren. Es ist Tag. Juhu, es ist Tag. Hallihallo. Fragt sich noch, wie lange. Ich glaube auch, dass die Sonne untergeht. Ja, die kann sich noch ein bisschen Zeit lassen. Wäre ganz nett. Also, vorwiegende Aufgabe, was zu trinken. Deswegen laufe ich jetzt auch gar nicht so schnell. Sonst bin ich zu schnell hydriert. Wir müssen hier lang. Ich laufe schnell. Warte, vielleicht habe ich ja was für dich dabei. Lass mich mal schauen. Nee, 0%. Tja, dann hoffen wir, dass wir im nächsten Dorf was finden. Ja. Wenn wir noch wissen, wo wir sind. Folgen wir der Straße. Mhm. Und dann müssen wir, glaube ich, irgendwann Querfeld eingehen. Ja, ich bin ja froh, dass noch keiner unser Zeug geklaut hat. Ja, aber das ist den Leuten schnurzpiep egal. Da bin ich echt froh drüber. Das ist der Vorteil, dass man kein großer YouTuber ist. Es kümmert keinen von den paar Zuschauern, die man hat. Ja, über was wollen wir heute sprechen? Ach, such dir ein Wunschthema aus. Ein Wunschthema? Ja, ein Wunschthema. Solange es nicht die Worte Advent, Nikolaus oder sonst was beinhaltet. Verdammt, kannst du Gedanken lesen? Ja. So, lass uns mal schauen, ob wir irgendwo ein Straßenschild finden. Oder ein Brunnen wäre mir... Ein Brunnen ist mir vorrangig weitaus lieber als ein Straßenschild. Ja, ich habe ein Thema, das hatten wir noch nie. Star Citizen. Oh, stimmt, das hatten wir noch gar nicht, in keinster Weise. Wir hatten mal Star Trek oder Star Wars, aber nie Star. Hatten wir schon Stargate? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, wenn ich mal echt so über Stargate reden. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Hatten wir noch nie? Ich glaube, da kann ich aber auch nicht allzu lange mitreden. Oh, ehrlich? Also, ich habe damals Stargate 1, also den Kinofilm habe ich gesehen und die erste Serie habe ich auch verfolgt. Mhm. Aber nie bis zum Ende. Oh. Und dann immer nur sporadisch hier. Was kam danach? Stargate Atlantis? Ja, danach kam Atlantis. Atlantis sporadisch verfolgt und dann was danach kam... Universe. Das habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen. Das ist ja gut. Brunnen! Wo? Nein, ich rufe den Brunnen. So wie man Hunde ruft, rufe ich jetzt den Brunnen. Aber Pustekuchen. Aber hat man im Haus vielleicht was drin? Und wenn es nur eine beschissene Getränkedose ist. Da hätten sie noch ein paar Häuser, ich renn schon mal vor. Ja. Ja gut, dann lass uns doch trotzdem mal über Stargate reden, dann hab ich halt mehr zu erzählen. Ja, natürlich. Fang du doch mal mit dem Kinofilm an, an den kann ich mich kaum noch erinnern. Ich weiß, dass der mit James Spader und mit hier Snake Biscuit ist. Das ist auch alles, woran ich mich erinnern kann. Also ich weiß noch, ich musste damals für eine Prüfung lernen, ich musste generell an dem Abend lernen und war ein bisschen niedergeschlagen und mein Vater hat sich aus der Bibliothek dann Stargate ausgeliehen. Und hat dann mir dann doch erlaubt, mitzugucken. Und das war ganz toll. Also, ja, der MacGyver-Darsteller Richard Dean Anderson hat da nicht mitgespielt. Nein. Haha, nein. Das war nämlich... Oh Snake Gott. Snake Plissken. Ja. Oh Gott, ich komme nicht mehr auf den Namen. Scheiß Snake Plissken, keine Ahnung, wie der wirklich gerade heißt. Ich habe seine ganzen Filme... Kurt Russell, danke, war's. Kurt Russell hat dort mitgespielt. Und auch sonst... Ist bis jetzt von den anderen keiner im Gedächtnis geblieben. Aber der Film war echt toll. Er war klasse. Und die Serie war ja im Sinne des Regisseurs nie geplant. Ich glaube, der war auch nie mit der Serie einverstanden. Ja, aber die Serie hat den Film locker überholt nach ein paar Staffeln. Glaube ich, ja. Dann kam man die Serie und ich fand es auch schön, dass es einige Charaktere dann, oder Darsteller gefunden haben, die dann ein bisschen den... Darstellen des Kinofilms ähnelten. Einige haben sie auch noch mal bekommen, hier der Darsteller, wie heißt von diesem Jungen, wie heißt der Junge, der... Was ist für ein Junge? Der mit den, ja, dieser Junge des Ach, Planeten. Der, ja, der Junge, ne? Der das Feuerzeug von O'Neill bekommen hat. Ja, genau, der Junge. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Aber der, ja, das ist der aus dem Film, den haben sie für die Serie bekommen. Genau, das fand ich dann auch schön. Das ist der Einzige. Ich meine die Frau
von O'Neill war das auch nochmal die gleiche. Du meinst von Dr. Jackson. Ja, meine ich ja Dr. Jackson. Das kann ich nicht. Na, ist er jetzt, auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Also die erste Serie hat mir, die erste Serie hat mir sehr gut gefallen, soweit ich geguckt habe. Hat dann irgendwann das Interesse verloren. Also nicht das Interesse verloren, aber ich hatte dann auch nicht immer abends Zeit zu schauen. Lief dann ja auf ProSieben war das? War es ProSieben? Weiß nicht, ich habe sie mir damals alle direkt aus dem Internet runtergeladen, weil die war schneller verfügbar. Die deutsche Synchro war ein Jahr später. Weißt du, wie das ist in Deutschland oder war früher? Und ich habe keine Ahnung, wo die im Fernsehen lief. Ach, ich meine, oder war es sogar RTL 2? Ich weiß es nicht mehr. Auf irgendeinem Sender war es halt dann damals. Und wenn man natürlich eine Serie eine Zeit lang nicht mehr verfolgt, dann später einsteigt, weiß man wieder nicht, was passiert ist und dementsprechend habe ich es dann auch sein lassen. Hab's aber auch nie nachgeholt. Solltest du mal machen. So, mal ganz kurz Themenwechsel. Die Dörfer sind zu Ende. Hier ist kein Wald. Brunnen? Nee, kein Brunnen. Ach, das ist doch nicht wahr. Was haben die denn für eine Grundwasserversorgung? Wollen wir trotzdem weiterlaufen? Ja, trinken die aus der Klo. Ich meine, die müssen auch ihre Kloschüssel irgendwie betreiben. Ja, das wird mit Regenwasser gemacht. Ja. Das wird mit Urin gespült. Wo ungefähr steckst du? Da vorne ist ein blauer Bauwagen. Ja, genau, da bin ich schon eben gerade dran vorbei. Komm mal zur Straße. Ja, ich gehe gerade in die Häuser rein. Es ist schön, dass manche Treppenstufen so dermaßen hoch liegen. Du kommst trotzdem hoch, ne? Ja. Oh, was ist das? Nehmen wir die Winchester-Munition mit. Man weiß nie. So, ja, mal wieder zurück zu Stargate. Ja, los. Ja, also du bist dran. Die erste Staffel Stargate SG-1 oder auf Deutsch Stargate Kommando SG-1 ist, zumindest die ersten Staffeln basieren auf dem Kinofilm mit Anubis als Apophis als Oberbösewicht. Der hat den Job übernommen, nachdem Anubis im... wie heißt der? Ra war das, genau. Im Kinofilm war es Ra. Der wurde ja getötet am Ende mit der Atombombe. Oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall... Ja, mit der Atombombe. Apophis dann den Job übernommen. Und der hat dann die ersten paar Staffeln den Job als Hauptbösewicht. Danach sind es dann diverse andere Gegner, unter anderem die Replikatoren, meine Lieblingsbösewichte aus allen Serien bisher. Am Ende dann ganz komisches Ende, weil die Serie abgesetzt wurde. Ist halt so ein abgehacktes Ende, wenn die Serie kurzfristig abgesetzt wird. Kennt ihr ja bestimmt alle. Rechts oder links? Lass mal gerade ausgehen. Oh, rechts oder links? Da vorne nochmal. Moment. Hä? Wir können mal links gehen. Ich habe das Gefühl, wenn wir dieser Straße folgen, kommen wir eher in ein Dorf, wo eventuell ein Brunnen ist. Aber da hinten sieht es aus wie das Ende der Welt, weil da keine Bäume mehr wachsen. Scheiße, du hast recht. Lass uns mal schauen. Ja, die zweite Serie, Stargate Atlantis, ist meine Lieblings-Stargate-Serie. Das geht aber nur wenigen so. Aber ich habe eigentlich immer einen anderen Geschmack, den meisten Menschen. Ja, hier ist die Grenze zum Ende der Welt. Ja, da drehen wir um. Müssen wir doch da hinten den anderen Weg nehmen, vielleicht führt es irgendwo hin. Dann sind wir... Gott, wo sind wir? Ach verdammt, wie steckt man nochmal die Waffe weg? Mit der Taste, mit der du die Waffe gezogen hast. Oder mit X im Inventar. Ah, nur umgewöhnen. Auf jeden Fall in Stargate SG-1 wird die letzten paar Staffeln über die versunkene Stadt Atlantis gesucht. Und in der, ich weiß nicht genau, 7. und 8. Staffel wird sie dann gefunden. Das ist dann aber blöderweise keine versunkene Stadt, sondern... doch, es ist eine versunkene Stadt, aber nicht auf der Erde. Sondern auf einem anderen Planeten, in einer anderen Galaxie. Da ist wieder ein Häuschen. Die reisen dann mit ein paar Leuten dahin. Ist ein One-Way-Trip, weil es so weit weg ist. Haben sie nicht genug Strom für den zweiten Trip. Auf jeden Fall geht daraus dann die zweite Serie vor, Stargate Atlantis. Die ist auch ziemlich cool, ziemlich cooler sogar. Da gibt es neue Gegner, das sind Wraith. So eine Art Vampire, Space-Vampire. Gibt auch Replikatoren. Wurde leider schon nach 5 Staffeln abgesetzt. Stargate SG-1 nach 10 Staffeln. Was ich sehr schade finde. Die dritte Serie, Stargate Universe, war der absolute Reinfall. Das war eine Mischung aus Battlestar Galactica, neu, Wackelkameras, Emo-Stimmung, alles düster, alles dunkel. Hat keinen Spaß gemacht. Die zweite Staffel war um einiges besser. Er schwebt, er kann fliegen. Allerdings haben sie es danach abgesetzt. Aber ich komme nicht drunter, leider. Schade. Ja.
Stargate ist ich finde es auch. Ja. Ich finde es auch schön, sie setzen eine Staffel ab, eine Serie ab und machen dann mit einem neuen Konzept eine weitere und hoffen dann, dass das Ganze dann mehr fruchtet. Das wird natürlich noch mehr ein Flop. Ja. Immer so weiter, immer so weiter. Ist ein Schild und... bescheuert, weil die erste Serie wurde halt immer, wie das in Science-Fiction-Serien ist, ist immer ein höheres Power-Level, was die kriegen. Die finden immer bessere Waffen, bessere Technik und so, ne? Und am Ende waren die halt so overpowered, weil sie die komplette Technologie der Asgard bekommen haben. Das ist die mächtigste Rasse gewesen. Oh cool, eine Militärbasis. Wow. Die mächtigste Rasse im, in unserer Galaxie. Schade, diese Tür. Doch, geht auf. Leer. Naja, auf In-Universe waren es dann halt, die haben die Wraith besiegt. Keine Ahnung, warum sie die Serien abgesetzt haben und... Nee, Atlantis war es im Universe, war einfach stinke langweilig. Die sind die ganze Zeit mit dem Raumschiff geflogen. Der Destiny, die konnten das Ding nie anhalten. Das springt automatisch immer weiter. Die ganze Zeit Kämpfe innerhalb der Gruppe. Eher so, wie sagt man... keine wirklichen Kämpfe, sondern eher so anzicken und hinterhältiges Verhalten und so. Also das ist eine ganz andere Serie gewesen. Hat nichts mit Stargate zu tun gehabt. Hier ist ein Krankenhaus sogar. Ich will im Boden. Ich muss am Boden sein. Hier ist ein Waschbecken. Kann nicht sein. Kommt auch nichts raus. Ja, schön. Ist das ein Feriencamp? Camp Crystal Lake. Cool. Wäre schön. Ja, Stargate ist natürlich cool, weil mitmacht Richard Dean Anderson, alias MacGyver. Einer der coolsten Schauspieler überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt verdammt viele ziemlich coole Weltraumkämpfe. Und später natürlich mit fetten Raumschiffen, die sich dann bauen. Macht echt Spaß zu gucken. Es gab leider nie einen zweiten Kinofilm. Aber es gab doch zwei direkt zu DVD-Filme, nachdem Stargate SG-1 abgesetzt wurde. Ja, ich glaube Continuum, Stargate, genau. Continuum. Und irgendwas mit Ark. Den habe ich sogar noch gesehen. Ark of Truth? Ja, kann sein. Den habe ich mir, glaube ich, aus der Bibliothek mal ausgeliehen. War auch ganz... war auch okay, war... ja. Ich hab's nicht gesehen. Hat man auch mal gesehen, war schön. Wo bist du? In einem der Feriencamphäuser. Warte, ich muss mal rausgehen. Wo bist du? Warte, ich muss wieder auf die Straße. Da, hi, hier in dem Haus. Oh, super. Aber kein blöder Brunnen, das ist unglaublich. Kinder brauchen keinen Brunnen. Mal einpacken für den Notfall. Da ist ein riesiger Wasserturm, aber ich glaube, da kommt kein Wasser raus. Spreng in die Luft. Gut, Thema Stargate. Ich glaube, da haben wir nichts mehr zu sagen. Zu sagen, oder? Warum hat ein Tier eigentlich irgendwann diesen komischen gefärbten Kinnbart gehabt, der aussah wie Schwindels? Keine Ahnung. Styleänderung. Am Ende hat er sogar Haare. Ja, das war dann... schon, da habe ich irgendwann wieder eingeschaltet. Hat er die Haare gehabt und das war so verwirrend. Die haben ihm überhaupt nicht gestanden. Das Lustige ist, parallel lief ja Stargate Atlantis und Colonel Coldwell, einer der Kommandanten der Raumschiffe, kriegt immer weniger Haare und Tio kriegt immer mehr Haare. Hier ist noch ein Dose Nuka-Cola. Ach, ist klar. Nuka-Cola, genau. Ich pack sie dir mal ein, ne? Warte, ich komme, ich bin gleich da, kannst du stehen lassen. Okay. Ja, zu viel Fallout gespielt, man merkt's. Guck mal, hier kann man hochklettern zum Wasserturm. Vielleicht gibt's da oben auch was zu trinken. Ich kletter mal hoch. Ich lasse dir den Vorteil und warte, ob du runterfällst oder nicht. Du bist ja nett. Natürlich bin ich nett. Hm, hier ist kein Wasserhahn oder sowas. Ja, komm lieber runter, bevor du die Knochen brichst. Okay, jetzt sind wir mit Stargate fertig. Wollen wir noch irgendwas zu Star Wars? Na gut, dann sagen wir lieber in ein paar Wochen was, nachdem wir den Film gesehen haben. Den Film werde ich mir sowieso, wenn dann, erst im Januar anschauen. Ach ja. Ja, ich habe keine Lust auf überfüllte Kinoseele. Na gut, man kann ja reservieren, ne? Der ist trotzdem überfüllt, ist ja trotzdem alles voll. Und ich mag das nicht so. Gut, wie wär's mit Star Trek? Nee, das haben wir schon so oft ausgelutscht, glaube ich. Ach ja. Hatten wir das? Ich weiß es nicht. Wie wär's denn mal mit Knight Rider? Knight Rider, das habe ich zuletzt gesehen, da konnte ich selber noch kein Auto fahren. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich? Wo bist du eigentlich? Ich bin den Fels hochgeklettert, ich schaue mich um. Gut, ich gehe gerade den Hang runter bei den Felsen. Letzte Woche, also Freitag vor ein paar Wochen, je nachdem wann diese Folge dann online ist,
lief bei Tele 5 als schlechtester Film aller Zeiten Knight Rider 2000. Knight Rider 2000 war dann der Versuch, eine neue Knight Rider Serie zu etablieren, nachdem man die Serie mit David Hasselhoff dann beendet hatte. Ich habe dich übrigens aus den Augen verloren. Ich bin einfach den Hang runter, musste vom Felsen runterklettern und den Hang runter, da unten ist nämlich eine Straße. Und ich habe mir die dann angeschaut. Oh, der Film ist ja echt eine Katastrophe. Ich habe den schon mal damals als Kind gesehen. Ich habe mir nicht gedacht, dass dieser Film so grottenlangweilig ist. Ach, hier unten sind wir wieder. Okay, wo ist hier und wieder? Die Straße, die wir hier hochgelaufen sind. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute hinaus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.